Frauen-Tickets klassisch Strausberg e.V.
Startführer, die stehen alle hier am Siegerpodest. Das kennt ihr. Die Startführer stehen hier in einem Halbkreis auf. Bitte auch die Präsentationsvereine Gera, Neubrandenburg, Startführer, hier nach vorne bitte. Wir haben heute hier die Fanfarenzüge erlebt in zwei verschiedenen Kategorien. Das war die zweite Division und die erste Division. Und in jedem dieser Bereiche gab es eine Marschwertung und eine Konzertwertung. Außerdem, das hatte ich gesagt, haben die Chance genutzt, hier zwei Vereine, einer aus Gera, einer aus Neubrandenburg, um sich dem Publikum zu präsentieren. Und sicherlich wird man auch von diesen beiden Klangkörpern in der nächsten Zeit weiterhin viel hören, viel sehen. Auf jeden Fall werden alle guten Glückwünsche euch dann nach Hause begleiten. Und weil ihr den Mut hattet, Gera Neubrandenburg heute hier mit teilzunehmen, bitten wir die beiden Startführer einfach mal nach vorne und dafür gibt es heute eine Urkunde. Das heißt also für uns, für den Märkischen Turnerbund, für die Vereine, drei Wochenenden hintereinander
Wettkampftag. Ist auch nicht zu vergessen, im nächsten Jahr sagt die Weltmeisterschaft im kanadischen Calgary. Und schon heute den Verein, die die weite Reise in Angriff nehmen, um dort Titel zu verteidigen und neue Titel zu erwerben, viel Erfolg. Jetzt wünsche ich den Mitgliedern aller Vereine und Ihnen, liebe Gäste, einen schönen Sommer. Er kann noch schöner sein als jetzt. Kommen Sie gut nach Hause und auf Wiedersehen im nächsten Jahr in Strausberg, Dahme oder in Brandenburg an der Havel. Dankeschön. Vielen Dank, dem Vizepräsidenten. Welche Platzierung erreicht hat. Die Siegerehrung der Fanfarenhalle wird vorgenommen durch Bernd Meister, Dezernent der Stadtverwaltung Cottbus und Bernd Schenke, Vizepräsident des Märkischen Wunderbundes. Wir haben zwei Divisionen, davon die zweite Division als erstes. Wir hatten einen Starter von Fanfarenzug, SV Großrächen e.V. hat in der Marschwertung 83,81 Punkte erreicht. Und in der Showwertung 81,72 Punkte erreicht. Wir kommen zur Division 1 und sehen in der Marschwertung Platz 4 mit 85,86 Punkten von Fanzug Dresden e.V. Platz 3 mit 87,89 Punkten Berliner von Fanzug e.V. Platz 2 mit 89,42 Punkten von Fahnzug des KSC Strausberg e.V. Mit 180,50 Euro.
Berliner Radfahrzeug e.V. Den zweiten Platz erringt der Fanfarenzug der KSC Strausberg e.V. Und Landesmeister der Fanfaren, der Fanfarenzug der SG Potsdam e.V. Come out.